Ja, liebe Leute, ich grüße euch wieder von der Multimap V2.2. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, werdet ihr wahrscheinlich, hatte ich in der letzten Folge das Gras, war ja schon gemäht, und habe was zum Mischfutterwerk gefahren. So. Da sollte es eigentlich weitergehen. Aber wie das Leben so ist, ne? Man sollte die Rechnung nie ohne die Frauen machen. Meine Göttergattin meinte, du musst unbedingt mal die Grünanlagen etwas, ne? Das sieht ja aus wie bei Hempels hier. Bei Kluten Andi ist das immer so ordentlich und hier sieht das aus wie Sau. Jetzt kann ich erst, was ja überhaupt nicht geplant war, erstmal hier noch mit dem, ne? Hier mit, ne? Seht ihr ja. Auf ein neues, ey. Also so ein Schwachsinn, glaubst du, als wenn man nichts anderes zu tun hätte. Jetzt kann ich hier mit dem Geschleuder hier durch die Gegend eiern. Das hätte sie auch am Sonntagmorgen machen können, wenn ich in der Kneipe, Kirche bin, meine ich. Geht sie ja eh nicht mit. Aber nein. Bin ja schon froh, dass ich vorher Frühstück gekriegt habe. Ist unmöglich. Oh, irgendwie hänge ich fest. Mann. Da vergeudest du wieder den ganzen Tag hier mit so einer schönes Wetter heute. Ja. So was alles sein muss, ich weiß ja nicht. Ja, schon halb froh, dass ich nicht mit dem Handmäher machen muss, sondern mit der Sense, dann wäre ich dann doch länger zugange. Aber das dauert alles, das ist ja klar, ne? Unnötiger Aufwand. Das wächst da auch sowieso wieder, ne? Also Quatsch. Warum sehen wir das, sägen wir das jetzt ab? Hast nichts von. Ich komme da nicht mit. Frauenlogik, du. Nee. Und dann abends zu einem sagen, hast auch nicht viel geschafft heute. Ich krieg die Krise, glaubst du das? Mann. Und wie erkläre ich das wieder meinen Zuschauern, ne? Da willst du hier so einen Farmpflock machen und was machst du? Rasen mähen. Das kommt ja auch nicht gut an. Geht da das Geschrei los? Bei YouTube, da kommt auch nichts dabei rum, da kannst du auch mal sein lassen. Klar, wenn ich nur so eine Schiete mache hier, es ist zum Verzweifeln. Mit nichts zufrieden. Hätte mir mein alter Herr mal damals gesagt, dass das Ding überall reinpasst. Und nicht nur in eine. Nee. Was war das? Meint ihr jetzt hier also den... was ist denn jetzt hier? Mann. Hey, irgendwie, ne? Ich weiß ja nicht wie, aber irgendwie ärgern mich die Bäume hier gerade. Macht jemand so weiter? Ich bin gerade echt gut drauf. Oh, die Kettensäge, das ist halt vorbei mit dem Ärgern hier. Aber dann geht das Gemecker wieder los. Warum hast du die Bäume abgesägt? Und das schöne Schattenspender und außerhalb überhaupt und für die Vögel und kann mich nur drüber aufregen über so ein Schwachsinn hier. Das tut allen in Not.
sein, so ein Blödsinn. Wie gesagt, jetzt ganzen Tag Zeit. Aber nee. Kann halt nicht. Das ist zu gefährlich. Immer was anderes. Und dann wieder der Kluten Andi macht das auch nicht. Er lässt das auch nicht seine Frau machen, er macht das auch immer selber und das sieht immer so toll aus da und schön und Kluten Andi ist auch nicht verheiratet. Der macht das dann, wenn er Lust dazu hat. Oder setzt seine Mark da drauf. Ja, ich hab das mal gesehen, da sitzt sie da im knappen Bikini, lecker. Ja. Gut, das möchte ich bei meiner Frau nicht unbedingt sehen. Das lassen wir mal. Aber Rasenmähen kann sie ja trotzdem. Das. Weg hier. Für so ein Schwachsinn habe ich. Und diese Scheißbäume hier. Für so ein Schwachsinn habe ich eigentlich keine Zeit. So gar nicht. Muss auch immer gucken, ob mich irgendwie zwischendurch mal er verpieseln kann und wieder ein bisschen Gras zum Mischfutterwerk fahren. Komm ja zu nix. Außerdem ist der Farmer Andi dabei für mich am Säen. Da muss ich auch ein Auge drauf haben. Ich habe mal gehört, er will sich auch ganz gerne mal von der Arbeit drücken, sich irgendwo in der Ecke stellen und Kaffee trinken oder Kakao oder so ein Zeug. Keine Ahnung. Oder ich glaube, der hat sogar ein Handy bei, ne? Dann ist er irgendwo im Internet da an rumdingsten und. Ja, muss man schon mal ein bisschen aufpassen. Mal sie die dicke Kohle abzocken. Und nichts für tun. Das geht ja auch nicht. Da dieses Zeug hier stehen sie hier, dieses, ne? Sie sollen denken, so früher in jungen Jahren, wie ich meine Frau da so mit der Faunfeder so. Ach, was war das herrlich. Aber gut, das ist schon so lange her. Die Faunfedern sind ja auch nicht mehr das, was sie mal waren. Früher war halt alles besser. Oder anders? Ah, irgendwie sowas. Oje. Leute. Was das eine Zeit kostet. Ich komme da immer noch nicht drüber weg. Halleluja. Dieses ganze Grünzeug, das haut eigentlich alles weg. Wir betonieren den ganzen Hof und fertig. Hast auch nicht so viel Arbeit mit. Wenn es richtet, wird er ganz von selber sauber. Ist doch alles so unnötige Arbeit. Völlig unnötige Arbeit. Da muss ich aufpassen hier, ne? Sowas hier, das ist. Das sieht ja Madame sofort. Das gibt ja sofort wieder einen Einlauf. Also im negativen Sinne natürlich, ne? So. Nee. Ob es mal alles sein oder habt ihr verstanden, ne? Ich nicht. Ich komme da nicht drüber weg. Dass ich mich mit so einem Mist hier rumärgern muss.
wie soll ich denn hier durch? Also, das geht doch nicht. Das ist doch, oder? Ey, nee, siehst du? Wusste ich doch, dass das nicht geht. Damals auch gesagt, stell die Dinger weiter auseinander. Nein, das sieht nicht aus. Das können wir nicht machen. Jetzt habe ich den Salat hier. Kann ich mit so einer Scheiße hier rumärgern. Ätzend. Einfach ätzend. Was der da nicht aufnimmt, dann lasse ich liegen. Das ist mir sowas von egal, ne? Ja auch im Mulch mehr nehmen können, ich Ochse. Ich werde gespart hier. Ja. Immer wieder was anderes. Der Rest bleibt stehen, die könnte ich doch mal gerne haben. Außerdem ist das auch gar nicht verkehrt, das ist doch... Hallo? Das ist doch Gretas Teil, das kann man doch so lassen. Ich krieg die Krise, da bin ich auf... Oh nee. Festgefahren hier. Das kann ich mir erzählen, ne? Zeigen schon mal gar nicht. Das ist ja eine Katastrophe. Oh, nee, 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 nee. Oh, Leute. Kann man dann nicht mal so eine Unterschriftensammlung machen, die man der Frau überreichen kann? Unnötige Arbeiten sind von Frauen zu erledigen oder von der Frau zu erledigen. Der Mann muss sich mehr um den Hof kümmern und um das, dass das Geschäft vernünftig läuft und ach, was weiß ich. Aber wenn du so weit wieder aufrufst, ja, dann wird wieder falsch verstanden, frauenfeindlich. Ja, aber Geld verdienen muss ja auch, ne? Mutter will sich ja wieder neue Schuhe kaufen oder braucht ein neues Auto, weiß der Geier was. Mein Pickup hat sie mir auch schon abgeluchst, der in der Garage steht. Den will sie jetzt haben, für zum Einkaufen fahren. Man muss ja standesgemäß vorfahren, ne? Spy. Schließlich sind wir ja einen großen Hof. Man muss ja zeigen, was man hat. Ja, toll. Oder mit dem Trecker fahren. Oder mit dem Fahrrad. Kann ja diesen Trecker nehmen, dann kannst du sofort auf einmal Rasen mähen. Ja, würde Sinn machen. Hallo? Was ist jetzt schon wieder hier? Doch zum Verzweifeln. Ich weiß, das ist alles Mimimi heute von mir, aber ich bin so, also kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich stinke sauer, dass ich mich hier mit so einem Quatsch befassen muss. Beschäftigen, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Oh, jetzt geht das wieder los. Was sind das für Räume hier? Hä? What is that? Hallo?
Wer sind wir denn? Hallo. Muss ich das verstehen? Das ist aber interessant. War Kolani hier? Kann man sogar durchfahren. Geil, ne? Aber Luigi kann ja nicht mehr kommen. Der ist ja tot. Der ist doch gesterbselt. Der Luigi Kolani. Ich verstehe es nicht. Ist auch egal. Hat bestimmt was mit dem Patch zu tun. Von die Geins. Macht er nicht. Okay. Dann kommen wir da raus. Hier ist Rodele. Nee. Was ein Theater. Na, ihr Vögels, ihr habt's gut. Wenn euch was nicht passt, fliegt ihr einfach woanders hin. Kann ich nicht mehr machen. Mein Nest ist hier. So ein Scheißdreck. Ich das bloß nie angefangen. Ah, gucken wir nochmal zurück. Halt, bleibt stehen. Könnt mich doch mal. Ach, da hinten muss ja auch noch, du dickes Ei. Hey, also bloß da komme ich durch. Das ist ja der Wahnsinn. Dafür bleibe ich an der Leiter hängen, okay. Was hier alles so rumsteht. Aber fragt mich nicht, was das ist. Ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, das muss irgendwie abstrakte Kunst oder sowas sein. Oder so ein Designer-Objekt oder keine Ahnung. Voll. Halt. Da muss ich hin. Der ist oben. Komme ich ja auch durch? Oh ja, das ist schön. So, das fahren wir dann nämlich 8000 Liter. Ja, guck mal an. Also Frau, ich muss mal, ne, weil ihr was weg ist voll. Weiß Bescheid. Ich muss das mal eben, ne? Bis nachher. So. Hey, hüpf. Warum nicht? Hallo? Hinten. Wieso lädt ja nicht ab? Hä? Ist doch krass. Ach so, alles klar. Nee, nicht klar. Er war ja aus. Spaßig. Hä? Ach Leute, ey.
Nee. Was ein Blödsinn wieder. Bin ich denn schon wieder so im Irrtum? Da stand doch hier. Aha. Ab und zu kommt es, ne? Na ja, gut, dann müssen wir gleich nochmal anders drauf fahren. Ne? Mal gucken. Ja, erst einmal über den Rest wieder ein hier. Das kommt dabei raus. Mach mal eben. Kannst du mal eben? Kannst du mal eben machen. Das ist alles Murks. Pille-Palle. Halt, da war was. Der ist zu klein, erkennt er den nicht? Oder? Ah, jetzt ja. Also richtig klappt das nicht, ne? Irgendwas hat er. Hm, aber es geht. So. So, hopp, hoppala. Ich mach mal eben hier hinten durch. Ich weiß Bescheid, ne? Hier muss ja auch, seht ihr, ist ja klar, hier muss ja auch ein bisschen Ordnung gemacht werden. Also, ne? Machen wir erst hier hinten weiter, was man vom Haus nicht so sehen kann. Psst, nicht weiter sagen. Ich kann nichts, wir müssen ja mal, ne? Guck mal, das Gras wächst schon wieder nach, ich kann schon wieder schneiden. Geht doch nicht. Ist doch unmöglich sowas. Fertig werden. Wenn sie was sagt, habe ich da hinten eben noch, ne? Den Kuhstall ausgefegt schon mal und ne? muss ja hübsch sein, weil bei Kluten Andi sind ja auch alles schön aus. Ist ja logisch. Oh, Alter. Ey. Es ist eine Katastrophe. Ganz schlimm mit die Frauen. Und wenn du das nicht so machst, wie die das haben wollen, dann werden die sauer. Und, willst du was zu essen haben? Pff, ich mach nichts, du hast auch nichts gemacht. Wenn du was zu futtern haben willst, dann hol dir was. Oder bestell dir was von mir nicht. Hol dir dein Bier selber aus dem Keller und sonst Sprüche, weißt du? Liebe ich ja, also das ist ja unglaublich. Boy. Also bei so einem Schwan könnte ich an die Decke gehen. Ich sage, lass mich doch wenigstens erst Gras von der Weide holen. Das muss weg, das muss dahin. Nee, du musst erst auf den Hof. Das kannst du später machen. Hast ja Licht am Trecker. Toll. Auf dem Hof haben wir auch Licht. Und wie gesagt, sie hockt den ganzen Tag da in der Küche rum. Und was weiß ich, und telefoniert mit ihrer Freundin oder was weiß ich, was sie alle macht. Ich habe keine Ahnung. Kannst auch mal einen Rasen mähen. Ist ja nicht so, als wenn du damit da schieben müsste oder mit der Schere das schneiden muss. Dann aufsitzen wir ja. Ist ja nicht das Ding. Hat es auch noch selber ausgedacht. Der ist aber klein und schnuckerlich. Ich hatte erst einen anderen in dem Auge, der war die Nummer größer. Aber nee, das musste der Kleine sein. Ehrlich, du. Da sollst du ruhig bei bleiben. Ihr müsst das geschnatter aber mitkriegen, wenn dann nur eine Woche, einmal die Woche ist Strickabend. Dann geht es mal reihum und wenn die bei uns hocken, haue ich immer ab, weil das geht gar nicht. Ne? Da kannst du besser 2 Stunden oder 4 Stunden den Trecker abschmieren oder dich irgendwo im Öl wälzen.
Ehrlich, da hast du mehr von, oder Pflügen oder was weiß ich, da hast du mehr von, ob sie dabei sitzt oder kriegst einen Föhn, das geht gar nicht. Und die saufen, Alter, du glaubst es nicht. Boah, ey, was da ein Sekt und diese roten, ich weiß gar nicht, wie dieses Dreckzeughaus heißt, irgendwie so aufgesetzten. Boah, nur vom Zugucken kleben mir da schon die Augen zu, weißt du, da saufen die literweise, ich könnte nicht, boah. Und hinterlassen sie die Masche fallen. Puh. Nee, Leute, da macht man was mit. Unglaublich sowas. Also ich habe heute so eine Laune, ich könnte heute so den Kopf zusaufen, das kannst du nicht vorstellen. Was hat die mich heute Morgen aufgeregt? Nee, du. So ein Scheißdreck. Könnte schon fast fertig sein hier mit dem Mist. Ja, fahr mal an, die arbeitet wenigstens hier vernünftig. Das ist schon mal gut. Jetzt einer, der aber vorankommt. Das ist echt die Krise, du. Ich glaube, ich werde nächsten Sonntag erstmal wieder in die Kirche gehen. Da wo die Gebetbücher hingelaufen. Kluten Andis meist auch da. Bauer Knolle kommt auch meist dahin. Bauer Knolle, was man den kennt, ist der Kartoffelbauer hier in der Ecke. Kannst auch gut mit quatschen. Das ist auch ein armes Schwein, der ist auch schon fast 50 Jahre verheiratet, immer noch mit der gleichen. Das ist ja echt der Hammer, das ist unglaublich. Aber der hat es auch nicht leicht. Aber der ist schon so weit. Was sagt er immer? Wenn ich es nicht mehr haben kann, mache ich das Hörgerät aus, setze die Brille ab, sagt, habe ich meine Ruhe. Auch eine Lösung, ne? Das ist halt ehrlich. Nee, aber wisst ihr was? Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, ich mache hier Schluss. Also nicht, ne, so, also Video, ne, also hier, es reicht. Ich habe, ne, das kann sich auch keiner mehr anhören. Ich würde sagen, ich komme langsam mal wieder runter, ich werde noch ein bisschen Gras fahren und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne. Macht euch einen ruhigen Tag. Ne? Am besten im Keller verstecken. Irgendwie, was weiß ich, Stichsäge soll man laufen lassen, aber wenn sie meint, ihr tut was, dann setzt euch in die Ecke und macht euch einen schönen Tag. Weil Tarnung ist ja das halbe Leben, gell? Das ist ja nun mal so. Ihr Lieben, meine besten Empfehlungen. Ich versuche mich wieder zu beruhigen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssing.